Und ein herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Harvest Moon Magic Mandarin. Mein Name ist Chrissy und wir starten in einen neuen guten Morgen. Wie geht's, Quinn? Das freut mich. So, ihr beiden. Schwerverbrecher. Muss ich auch noch mal ein bisschen Liebe zeigen. So, ich möchte mich erstmal in erster Linie entschuldigen dafür, dass es ein paar Tage wieder mal drunter und drüber ging. So, was haben wir denn hier? Feuerfest. Okay, am 19. Wetter morgen. Schnee. Aber kein Sturm. Das ist gut. Wir haben uns ein bisschen equipped. Das ist super. Denn altbekanntes Thema, ich habe ja immer noch einen Vollzeitjob und deswegen kann es leider immer noch passieren, dass es ein, zwei Tage zwischendrin Folgenausfall geben könnte. Und manchmal kommt es auch mal vor, dass ich einfach komplett flach wieder im Bett liege. Wohlgemerkt an meinen freien Tagen. So, aber genug von mir gelabert. Wir wollen hier gute Erträge erbringen. Wir wollen hier ein bisschen Farming betreiben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen noch ein bisschen Geld generieren. Wir müssen hier noch ein paar Herzen sammeln, jetzt nicht explizit bei den Hühnern. Aber wir wollen ja gucken, dass das hier alles klappt. So, allen Hühnern geht es prächtig. Oder beziehungsweise mehr prächtig als toll. Ja, toll als prächtig, wollte ich sagen. Scheiße. Egal. Wir gucken mal, wie es den anderen Tieren geht. Dann gucken wir, was wir jetzt gleich noch machen. Wir gehen noch mal ein bisschen angeln. Und dann noch mal ein bisschen Erze kloppen. Hallöchen, wie geht's euch alle? Das sieht doch alles toll, prächtig, mega toll, mega hyper, super toll. Bekommt jetzt alle wunderschön lecker Futter. In der letzten Folge hatten wir ja so viel Kuchen geschenkt bekommen, dass ich den einfach direkt weiter verschenken musste. Wer letzte Folge nicht gesehen hat, tut es bitte jetzt nachholen. Aber natürlich jetzt sofort. Und dann wieder zu diesem Video zurückkommen. Gut, da wollen wir mal die ganzen Massageeinheiten vergeben. Gehen wir dir. Dann geht's bei dir, Spirit Writer. Anne. Michael. André. Tommy. Rosi. Und Andy. Nee, ich wollte dich nicht nochmal. Ich wollte Andy. Andy. Andy, Andy, whatever. So, Mahlzeit. Tommy dringelt sich schon wieder vor. Und dabei gibt er mir gerade mal nur standardmäßige Milch. Andy hat da ein bisschen mehr Klasse. Gut, Anne. Spitzenmilch.
Bio-Spitzen-Supermilch. Michael. Auch. Durchschnittlich ein guter bis fast sehr guter Ertrag. Überwiegend gut. Gut. Dann kriegen wir mal ein bisschen weiter. Und ich komme schon wieder mit meinen ganzen Akzenten, die ich überall her aufschnappe. Ich höre dich, aber ich lasse dich in Ruhe. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Direkt der Regenbogenforelle. Können wir hier auch jemanden ins Gesicht klatschen? Oh, ist abgehauen. Habe ich eigentlich schon alle Angelstellen abgelaufen? Weiß ich nicht. Hässling. Es geht ja jetzt aktuell in der Linie um die Möglichkeit, hier die Angel aufzuwerfen. Ja, das war nix. Von der Brücke kann ich nicht angeln? Och Mann, was ist das denn hier für eine... Gucken wir mal, was, wie es hier beim Meer aussieht. Wir haben hier ja noch eine Möglichkeit. Ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen mehr reinhängen. Und gib ihm. Ja, passt. Bisschen mehr Kraft. Könnte passen. Flunder. Nee, Halbutt. Noch besser. Na, was dann? Auch ein Halbutt. Schon mal ein paar neue Fisch. Hier oben drauf können wir leider nicht. Schade. Können wir vielleicht hier? Gucken wir mal mit genügend Schwung. Ja. Beachtet er nicht. Gut, dann ein Stück weiter hier. Akzeptiert er nicht? Ist näher. Die Strömung macht den Rest. Kugelfisch. Wir haben ja zuletzt gelernt, dass Kugelfische doch schon
was bringen. Und wo die meisten Kugelfische gibt, weiß ich auch mittlerweile. Ich lasse die Korallen extra da liegen. So, hier waren zuletzt zu viele. Gehe mal ein Stück weiter höher. Ne, nur wieder ein Hässling. Aber warum habe ich den jetzt eingesteckt? Ne, die können mir gestohlen bleiben. Also hier oben sind Hässlinge. Hier unten. Dürften, genau, Kugelfische. Boah. Ein paar Fische dürften wir noch. Ja, das wird nice. Oh, Müll. Tun wir entsorgen. Kugelfisch, optimal. Noch ein Kugelfisch. Ja, das dauert eine Zeit. Jetzt einmal ganz rüber. Das war zu weit. Schon wieder geht viel zu viel Zeit flöten. Oh, die Tasche ist voll. Ja, passt schon. Oh, wir haben einen Brief. Sanatorium wird gebaut hinter der Klinik. Okay. So, den Müll haben wir entsorgt. Beim Rest gucken wir, was wir daraus machen können. So, aus den ganzen Kugelfischen machen wir Sashimi. Wer auch immer dieses Sashimi dann später essen wird. Ich werde es nicht sein.
ja. Gucken wir mal, was wir mit den anderen noch machen. Wir mal was austesten mit dem Halbmut. Wir haben doch bestimmt noch eine Butter vorrätig. Ja. Lecker Omelette habe ich mir heute Morgen auch gemacht. Yum, 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 yum. Die ominöse Ketchup ist schon wieder drauf. Ja, Halbmut Sashimi. Was anderes habe ich auch nicht gedacht. Sieht fast so aus wie das andere Sashimi. Gehen wir kurz verkaufen und dann tun wir noch mal einen kurzen Besuch ab. Stecher machen. So, Sashimi. Mal gucken, ob wir anhand des Preises erkennen, welches es. Okay. Anscheinend nicht so sehr. Das ist das Halbwort. Nur 60! Das ist wenig. Theodor! Mach die Preise höher! Klatsch. Yeah. Er freut sich in Aslaf. Dafür, dass er einen Regenbogenfeuer gegen das Gesicht geklatscht bekommt. So. Gibt es noch irgendwas zu tun? Meine Liebe braucht anscheinend ein bisschen länger an der Arbeit heute. Morgen ist Samstag. Ich würde mal sagen, wir gehen heute mal früher ins Bett. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Jamadoa Recipe und sage gute Nacht.